Gesunde lange Haare, ich habe die Lösung für euch. Ich zeige euch heute, wie ich meine Haare von dem zu dem bekommen habe und das auf die natürlichste Art und Weise. Es gibt unglaublich viel, was man falsch machen kann, aber heute werde ich euch mal meine Geheimnisse aufzählen, wie ich es hinbekommen habe, dass meine Haare von viermal blondiert zu Tode, wirklich zu Tode gequält, dass ich sie wieder lang bekommen habe und das auch noch auf so eine gesunde Art und Weise. Der aller wichtigste und allererste Tipp ist, ich mache nicht so viele Zöpfe. Ich versuche wirklich so wenig wie nur möglich Haargummis in meine Haare zu packen und wenn ich dann Haargummis verwende, dann sind das ganz besondere Haargummis. Ich habe hier meine Haarkiste mit meinen ganzen Tools. Ich zeige euch mal die drei Lieblingshaargummis von mir, die ich verwende, weil alle anderen einfach die Haare zu Tode kaputt machen. Ich zeige euch gleich auch, wie ihr ein Haargummi selber erstellen könnt, wenn ihr diese Haargummis, die ich euch gleich zeigen werde, nicht habt. Das allererste ist so ein Scrunchie. Die sind super, super schonend für die Haare und die machen nicht so einen komischen Bubble rein. Wenn man so einen Zopf hier macht, dann entsteht immer so eine Welle. Ich hasse das. Deswegen Scrunchies auf die Nummer 1. Sind natürlich nicht die schönsten Haargummis, deswegen habe ich hier nochmal zwei weitere Varianten. Das ist einmal eine dünnere Variante und einmal eine dickere Variante, wenn man viele Haare hat und das hier ist so bei normalen Haaren. Das Besondere an diesen Haargummis ist einfach, das sind nicht diese elastischen Dinger, die dann mit so Stoff umzogen sind, sondern das sind so Stoffstücke und die sind dann in Form von so einem Haargummi. Das ist das gleiche hier. Ich habe einfach mal aus meiner Sockenschublade diese Socke hier rausgeholt, weil von der finde ich einfach die andere Hälfte nicht mehr. Was suchst du? Kopfhörer? Kopfhörer? Dann ist es einfach nur super, super easy. Ihr nehmt einfach eine Schere und dann schneidet ihr euch das so ab. Quasi das Teil hier abschneiden. Und dann könnt ihr eigentlich entscheiden, wie dick ihr es haben wollt. Ich nehme jetzt einfach mal diese dicke. So ein Stück. Macht ihr den hier. Und dann habt ihr schon ein Haargummi. Ich glaube, das ist auch gut zu erkennen. Es ähnelt den anderen super gut und ihr könnt natürlich damit auch eure Haare zusammenbinden. Ich habe natürlich jetzt hier eine ganz große Strähne vergessen, aber super easy. Gute Notlösung, falls ihr mal Haargummis braucht und keine da. Nummer 2 ist meine Rosmarin-Öl-Routine. Das ist dieses berühmte Mittelchen. Jedes Mal, wenn ich das auf TikTok poste, geht das Video einfach komplett viral und ich werde bombardiert mit Fragen, wie man das anwendet, was man da genau macht. Das werde ich euch heute alles erklären. So, Disclaimer, falls ihr schwanger seid oder andere Probleme mit der Kopfhaut habt, klärt das lieber mal mit eurem Arzt ab, bevor ihr das verwendet. Aber für all die anderen, die absolut keine Probleme haben, super einfache Anwendung. Ein Drittel Rosmarinöl und zwei Drittel entweder Arganöl oder Rizinusöl, ich wollte schon Castor Oil sagen, mischt das einfach drunter. Ich tue das auch immer gerne, also ich habe noch so eine zweite Flasche, dann mixe ich das immer und tue das da rein. Fülle ich dann bis hier oben auf und immer wenn ich das brauche, nehme ich das dann. Und das Coole an diesen Pumpspendern ist, dass man sich hier was aufgießen kann und dann einfach auf die Haare machen kann. Ich euch auch gerne nochmal ein ganz genaues Anwendungsvideo machen. Dafür müsst ihr das einfach nur in die Kommentare schreiben. Aber um das mal zu erklären, ihr nehmt natürlich eure Mischung, ein Drittel Rosmarin, zwei Drittel Arganöl oder Rizinusöl oder Kokosöl, was auch immer an Öl euch gefällt oder was ihr zu Hause habt. Das mixt ihr zusammen und dann geht ihr Strähne für Strähne rein und verteilt erstmal nur das Öl. Dann kommt nämlich unser zweiter bester Freund, das ist nämlich diese Bürste hier, richtig, richtig bequem in der Hand und dann massiert ihr einfach nur eure Kopfhaut und das könnt ihr so 10-15 Minuten lang machen. Ich mache das immer so, dass ich erstmal nur so Streifen ziehe, quasi das Öl komplett verteile und dann mache ich nur noch so kreisende Bewegungen. Ich kann euch gar nicht erklären, wie unglaublich entspannend das ist, nach einem langen Tag diese Ölroutine zu machen und dann einfach diese Kopfhaut mit dem Teil hier zu massieren. Ich werde euch das ja auch auf jeden Fall in die Bio packen, so wie das Rosmarinöl, also meine zwei, drei Favorites bezüglich dieser Haarroutine. Das hier ist einfach nur Gold wert. Das benutze ich auch, wenn ich meine Haare schamponiere. Ich habe nämlich auch ein schwarzes nochmal im Bad. Und wer kein Rosmarinöl verwendet, wirklich, dem fehlt was in seiner Routine. Tipp Nummer 3 ist es, die Haare nicht so viel zu knicken und auch nicht so viel an denen zu spielen. Ich meine, ich mache das auch immer gerne, dass ich hier so eine Strähne rausnehme und einfach an der rumspiele. Aber das führt einfach zu Spliss und ist total ungesund für die Haare. Also je weniger ihr eure Haare berührt, desto besser ist es. Nummer 4, was total viele unterschätzen, und zwar sind es die richtigen Haartools.
Wirklich, ihr braucht die richtigen. Das ist meine Föhnbürste, die ist mega, mega alt. Ich glaube, die ist 15 Jahre alt. Aber mit der föhne ich fast jedes Mal nach dem Duschen. Nee, eigentlich jedes Mal. Ja, jedes Mal nach dem Duschen meine Haare. Dann föhne ich die einmal trocken und dann sind die eigentlich schon perfekt. Aber wenn ich es nochmal so ein bisschen crispier und einen Ticken glatter haben will oder andere Styles, dann nehme ich den hier von GHD. Das ist der Sunkissed Curler. Curler sage ich straight, ne? Der ist richtig, richtig hübsch und dann auch noch richtig gut. Das, also ich habe sowas noch nie erlebt. Wenn du Locken reinmachst, halten die Locken einfach 2 Tage. Wenn du deine Haare glättest, dann halten die auch einfach 2 Tage. Also davor hatte ich einen Remington. Der war wirklich nicht so krass wie dieser GHD-Styler. Immer noch Produkte, mit denen man Hitze auf die Haare macht. Aber wenn man die richtigen Produkte verwendet, muss man die Haare nicht mehr so oft behandeln. Und dann schont man sie auch auf diese Art und Weise. Ich bin nämlich ein Mensch, ich kann einfach nicht auf Glätteisen und Föhn verzichten. Und ich verstehe dann auch nicht, dass die Leute sagen, ja, benutzt keine Hitze. Manchmal funktioniert das einfach nicht. Und da muss man nur die beste Lösung für sich finden. Und da ist einfach so ein schonender Styler und eine schonende Art, seine Haare zu föhnen, das Beste. Und dann sind wir wieder am Ende von meinem Video. Ich verstehe gar nicht, wie 6 Minuten so schnell vorbeigehen können. Ich habe gerade erst angefangen zu reden. Ich bedanke mich für eure Liebe, für euren Support und würde mich freuen, wenn ihr mir folgt. Und I love you all. Ich wette mit euch, die Hälfte dieser Produkte kennt ihr noch gar nicht. Das sind nämlich meine geheimen Must-Haves. Ich habe mir gedacht, ich sollte mal endlich ein Video machen, wo ich euch all meine geheimen Must-Haves zeige, die ihr unbedingt braucht. Fangen auch direkt an, gar kein langes Intro. Diese Augenpads. Ich liebe sie. Ich habe euch die unten in der Bio verlinkt. Ich finde, das nimmt so ein bisschen diese Puffiness vom Auge weg. Die habe ich extrem gefeiert. Also die würde ich euch sehr, sehr empfehlen. Weird, ich weiß. Aber diese Dinger hier, die sind richtig geil. Und die sind auch richtig stark. Die halten, glaube ich, gefühlt ewig. Weil Kaugummi ist nicht so gut für die Zähne. Nummer 3, so eine Handlotion von Rituals. Und oh, ich wollte gerade so machen. Ich wollte gerade so, riech mal. Ich bin voll schlecht in Düfte beschreiben. Es riecht einfach grandios. Was ist das hier? Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Es ist aufgefallen, dass ich mitten in meiner Make-up-Routine war, als ich angefangen habe, ein YouTube-Video zu filmen. Das ist wieder mein Gehirn, das ist einfach nicht so richtig gehirnt. Ich bringe das jetzt mal zu Ende. Was fehlt hier? Lippen. Wisst ihr, was passiert ist? Ich wollte meine Lippen nachzeichnen. Dann ist mir aufgefallen, boah, ich feiere diese Lippenkombi und ich feiere diesen neuen Lipgloss. Da bin ich auf diese Video-Idee gekommen und dann bin ich komplett lost gewesen und habe den Faden verloren. Ist nicht schlimm. Ich mache jetzt kurz mal meinen Lippen rein. Bestes Lip Repair Teil. Das Teil unmenschlich. Das ist so, so krass. 7-mal nachgekauft. Mein Favorite Lip Liner. Da steht keine Marke drauf. Scheiße. Wenn ihr wisst, welcher das sein könnte, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann umrande ich immer so und dann gehe ich rein mit diesem Teil hier. Ich würde das jetzt nicht als Favoriten bezeichnen, deswegen kommt